I love the camera. Sie ist immer so schön scharf. Hallo. So verzweifelt. Besser, besser. Moment, ist überbelichtet. Diese Kamera bringt mich immer um. Erstmal hi und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus dieser Perspektive. Ich befinde mich gerade hier im Parkhaus vom Flughafen. Denn für mich, Eugen und Naki. Das ist Eugen, das ist Naki. Naki ist Tinas Freund. Tina ist meine Cousine. Tina war auch meine Trauzeugin. Und zwar machen wir heute was ganz Besonderes. Das ist schon echt crazy eigentlich. Und zwar geht's heute nach Ibiza. Und nein, nicht zum Urlaub. Aber für etwas anderes. Sehr, 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 sehr cooles. Oh mein Gott. Ich konnte da gar nicht mehr klar. Und zwar habt ihr es ja vielleicht schon mitbekommen in den ein oder anderen Videos von mir, wie ich oft darüber erzählt habe, dass wir nichts dagegen haben, vielleicht auch in ein anderes Land zu ziehen. Und wir gucken uns heute ein Haus an auf Ibiza. Ihr seht, sind wir hier, ja, alles klar, am Flughafen mit meinem lieben Ehemann zusammen und mit dem lieben Naki. Denn Naki ist vom Beruf Architekt, aber unter anderem auch Immobilienmakler. Das heißt, wir haben eine helfende Hand und gute Kenntnisse vom Herrn Natquang. Und genau, ich dachte einfach mal, dass ich heute vielleicht ein bisschen mitfilme. Ich hatte die Kamera jetzt zufällig dabei. Und vielleicht interessiert es euch ja. Es wird so spannend. Wir werden uns heute zwei Häuser angucken. Auf Ibiza. Und es ist schon irgendwie so ein krasser Schritt. Deshalb mal gucken, mal gucken. Vielleicht sind es auch Flops. Vielleicht sind es aber auch Tops. Wir werden es sehen. Ja, guckt mich alle an, weil ich eine Kamera in der Hand habe. Ist okay. Wir haben mega früh. Wir sind um 4 Uhr losgefahren. 4 Uhr morgens. Wir haben jetzt 5 und das sieht man gar nicht so. Himmel sieht so schön aus. Aber sieht echt cool aus. Das steht hier. Perfekt für Ibiza. So, sind jetzt beim Bäcker. Frühstück. Schön. 5:53 Uhr. Und ich bin Tiger. Und schaut mal. Also wenn ihr im Eurowings-Flieger seid, nehmt mal das Magazin zur Hand. So. Oh mein Gott, schaut mal. Sieht das nicht cool aus? Wir sind einfach im Eurowings-Magazin und das war jetzt die Ausgabe Mai bis Juni. Und in der Ausgabe Juli, August werden wir auch drin sein. Jedoch ein bisschen präsenter. Und es ist echt heftig, wie viele Leute das schon gesehen haben. Also falls ihr in Urlaub fliegt und mit Eurowings fliegt, guckt auf jeden Fall hier rein ins Magazin. Ich denke mal, wenn ihr den Vlog seht, ist es schon ein bisschen später. Vielleicht seht ihr die ja noch, aber die neue wird auch hier drin sein. Wie geht das? Was macht der Eugen immer, wenn er fliegt? So. Und so, damit es auch wirklich jeder sieht. Und ich mich selber beim Fliegen beobachte. Hallo. It's me. Bestes Leben. Also, wisst ihr, was ich aber auch nicht verstehe, warum man Tomaten auf so ein Brötchen macht? Das ist doch gesund. Ja, aber das ist viel zu flüssig. Dann isst man dieses Brötchen und dann ist es einfach. Und mein Akku ist fast leer. Geil. Macht auf jeden Fall Sinn. Also, falls die Qualität gleich scheiße wird, ich bin mit dem Handy. Aber jetzt esse ich erstmal ein Brötchen. So, wir sind angekommen. Wetter ist so schön. Und sind gerade auf dem Weg zum ersten Haus. Sind sehr gespannt. Aber wir haben den Termin, glaube ich, um 10 erst, oder? Um 9:30 Uhr. 9:30 Uhr, okay. Das heißt, wir werden die Landschaft ein bisschen erkundigen. Und was es da noch so gibt. Denn wir waren selber noch nie in dieser Ecke. Angekommen mitten im Nirgendwo. Hier ist nur gerade überall auch Schotter. Und die Straße da drunter ist normale Straße. Und wir warten jetzt noch auf den Makler und können uns das Haus dann gleich angucken. Und ich bin super gespannt. Ein bisschen
ein bisschen Liebe und ein bisschen Geld. Gut, also weil erstmal unten das Badezimmer reserviert und oben das Badezimmer. Aber dasselbe, da sind keine Sachen. Wo ist es? Wo wir uns jetzt nicht drauf ein? Also wenn wir so einen Blick auf so ein Badezimmer. Ich bin schon fleißig alles mit. Es ist schön. Aber ich muss so noch ein, zwei Sachen. Hier so diese, nicht so Marmor, aber hier so Dings. Wie so ein Dings, was nicht Steine. So heiß wird. Aber mit Petit-Klogo. Das heißt, wenn man fliegt, dann sieht man das Petit-Klogo auf dem Boden. Aber der Ausblick ist halt wirklich mächtig. Super, super schön. Echt mega. Und ich liebe das. Diese Muster an der Treppe und diese Kakteen. Oh mein Gott. Und das musste gestrichen werden. Location numero dos. Und sind auf jeden Fall schon schöne Blumen hier. Und man hat auch Meerblick. Direkt gegenüber vom Meer. Wie schön. Oh Gott, das könnte ein Hintergrundbild sein. So, wir warten jetzt noch auf den Makler. Und dann gucken wir uns das nächste Haus an. Nächste Haus an. Ja, bis mal. Ja, ich sag mal so, ist schon nett hier. Der Weg ist halt nicht so geil. Oh Gott. Aber wow. Ja, das Kunstrasen, natürlich. Das würde hier vertrocknen. Das sieht so geleckt aus. Ja, nee. Ja. So, das ist auch zu verkaufen. Bisschen cool, wa? Und hier wird alles neu gebaut. So, das war Haus Nummer 5. Echt? Ja. Ja. War schon sehr, sehr cool. Aber es ist halt ein bisschen weiter weg vom Meer. Aber man sieht das Meer. Und man hat da, glaube ich, einen kleinen Nachteil, dass vor dem Haus noch Fläche ist, dass man da bauen kann. Das heißt, rein theoretisch könnte uns die Sicht genommen werden. Aber das Haus sieht echt cool aus. Auf jeden Fall geht es jetzt zu Haus Nummer 6. Das letzte Haus für heute. Reicht dann auch. Boah, wir haben aber echt viele gesehen und viele verschiedene. Häuser, die man restaurieren muss, Häuser, die perfekt sind, Häuser und Wohnungen und sehr viel. Wobei man sieht, man sieht das Meer. Ein bisschen sieht man das Meer, ja. Aber das hier alles ist auch nochmal die Dachterrasse und es ist riesig. Wie viel ist das weg? Oh, mega schön.
Fertig mit den Besichtigungen und will jetzt eben noch schnell was essen. Und zwar hier im Nassau Beach. Sehr, sehr lecker hier. Es ist direkt am Meer. Und unser Trip endet gleich. Jetzt auch schon. Thank you so much. Denn gleich geht's leider wieder nach Hause. Nach einem erfolgreichen Tag. Einen erfolgreichen Tag. Hauptsache meine Kamera einfach die ganze Zeit gehalten. So gut. Ich glaube, wir haben jetzt 6 Wohnungen und Häuser angeguckt. Manche waren auf jeden Fall dabei, die sehr ansprechend waren. Komplett unterschiedlich. Und mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Klassen unter anderem. Mit die geilsten Oliven hier auf Ibiza. Auf der Welt. Auf der Welt eigentlich, ja. Die sind einfach geil. Wegen diesen Oliven mag ich Oliven. Könnt ihr euch das vorstellen? So geil. Dass ein Akku hält, ist krass. Heftig, ne? Jetzt gibt es erstmal Essen. Schaut mal, wie cool. Ist einfach so reingebrandet. Das gönne ich mir jetzt. Gute! Und jetzt geht es leider auch schon wieder zurück nach Hause. Es war ein sehr kurzer, aber sehr, sehr effektiver Tag. Blickt sehr zuversichtlich in die Zukunft. Oder? Voll. Sagen. Das war's dann mit dem Video und wenn es dann weitere Neuigkeiten gibt, dann werdet ihr die Ersten sein, die davon erfahren werden. Das ist so spannend. Das ist so cool. Aber ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst dem Video sehr gerne einen Daumen hoch, oder? Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi!